EA Sports. It's in the game. So, Überraschung, Freunde. Herzlich willkommen nach langer Zeit. Moment, ich muss mal kurz die Streaming ausmachen. Wo ist das? Also die Streaming-Mucke hier ausmachen und dann können wir uns mal kurz unterhalten. Wo ist das? Einstellung? Spieleinstellung? Hat das was mit Spiel zu tun? Audio? Das war doch hier irgendwo. Hier. Für Spiele Streaming Musik deaktivieren. Du streamst FC oder nimmst deine Spiele auf. Diese Einstellung deaktiviert klägliche Musik, um Urheberrechtsverletzungen vorzubeugen. Ein. Natürlich ein. Na klar, hier gibt's Titel, da werde ich nicht gleich für gesperrt. Und es ist nur so ein Hinweis, Urheberrechtsverletzung, der mich jetzt nicht besonders interessiert. Nicht, dass ich das bewusst verletzen will, sondern einfach, weil es nicht relevant ist. Aber ich weiß nicht, welche Musik das ist, deshalb machen wir jetzt alle einfach aus. Vermutlich werdet ihr andere Musik hören, weil ich die jetzt hier drunter schieben werde. Das mache ich meistens so, da läuft dann so Musik, die ich selber irgendwo mal irgendwie ausgesucht habe. Aber ja, gut. Es ist eine Weile her, dass ich etwas gestreamt habe und oder aufgenommen habe, trifft es wahrscheinlich besser. FIFA 23 habe ich dabei ja komplett ausgelassen. Das habe ich aber auch privat nicht gespielt oder kaum gespielt. Ich habe da, glaube ich, nicht eine einzige Saison gespielt. Was gibt es zu sagen? Warum war ich weg? Ich könnte jetzt einfach sagen, ja, ich war im Knast. Das wird es wahrscheinlich leichter machen, aber das stimmt nicht. Ich war nicht im Knast oder sonstiges. Manchmal passieren im Leben Dinge, die kann man nicht beeinflussen und sie sind auch nicht vorhersehbar. Bei mir sind in diesen letzten Jahren, schon während ich noch aufgenommen habe, angefangen 2019, 18 sogar schon, Dinge passiert, die mich dann später eingeholt haben und mich sehr, sehr runtergezogen haben und mich so im Kopf etwas Matsch gemacht haben. Ich habe einfach nicht mehr funktioniert. Hat dann eine Weile gedauert, bis ich das auch eingesehen habe. Fühlt ihr vielleicht. Aber ich brauchte dann einfach Hilfe, die habe ich dann bekommen und es hat dann seine Zeit gedauert, ein paar Monate, dass ich mich erholen konnte. Das habe ich dann auch getan, auch mit Hilfe meiner Familie und meinen Kindern und Freundinnen und wie auch immer. Danke auf jeden Fall dafür. Wie gesagt, jetzt gibt es morgens und abends eine Pille, morgens eine blaue, abends eine rote und mittags gibt es noch ein paar Tröpfchen fürs Köpfchen. Nein, natürlich nicht. So schlimm ist es noch nicht. Ich bekomme da nichts oder nehme irgendwas jetzt, dass mich das irgendwie auf der Bahn hält oder so. Nein, ich nehme nichts oder sonstiges. Wie gesagt, der Kopf war ein bisschen Matsch. Ich rede mit euch wahrscheinlich irgendwann mal ausführlich darüber und dann werdet ihr auch verstehen, warum, was passiert ist. Es war nicht schön für mich und im Prinzip geht's allen so, wenn man Menschen verliert oder sonstiges, dann tut's immer weh und andere gehen besser damit um als andere und ich gehe halt sehr, sehr schlecht damit um und hatte schon, weiß ich nicht, damals, wann war das, 2007, 2008, hatte ich schon mal einen ähnlichen Vorfall. Da ging es mir dann auch eine Zeit lang richtig, richtig schlecht. Da brauchte ich aber keine Hilfe oder so. Ich habe mich da alleine wieder rausgekämpft. Diesmal ging es aber nicht. Ich brauchte da wirklich, wirklich Hilfe und hab's dann letztendlich geschafft. Ich bin jetzt wieder da. Ich bin schon eine Weile wieder da, aber auch das Setup hier aufbauen hat jetzt eine Weile gedauert, bis das alles wieder so war oder so ist, wie es jetzt ist. Normalerweise wäre es gar nicht mehr da. Ich wollte, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich alles verkauft. Warum? Keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht hilft es mir. Ich habe mich von vielen alten Dingen getrennt und das war eigentlich so das, was ich die ganze Zeit geliebt habe und
gerne getan habe hier und wollte eigentlich noch nie damit aufhören und habe eigentlich letztendlich auch nie aufgehört, nur es ging nicht mehr. Ich hab wirklich tausende Nachrichten gekriegt. Da waren noch Nachrichten bei, da haben Leute einfach gefragt, ey, bist du tot? So. Das war sehr direkt. Ich habe niemanden geantwortet, weil mir so ein bisschen empfohlen wurde, sich aus allem so ein bisschen zurückzuziehen. Das habe ich gemacht. Auch komplett aus der Öffentlichkeit, jetzt nicht nur hier im Streaming, sondern auch im Privaten. Das gehört dazu, ne? Das sind einfach Depris oder Depressionen oder whatever. Deshalb, ich rate nur jeden da draußen, wenn du so etwas verspürst, hast oder sonstiges, ich hätte auch nie gedacht, dass sich das einholt, aber es ging mir von heute auf morgen einfach wirklich, wirklich schlecht und ja, ich, keine Ahnung, ich wollte es selber nicht wahrhaben und dachte mir so, ach komm, hör auf, aber es war dann doch alles schlimmer, als ich dachte und habe mich sehr, sehr maßgenommen. Ich rede auch nicht gerne darüber jetzt so. Ich wollte nur, dass ihr wisst, dass es Gründe hatte, warum ich weg war. Es tut mir sehr, sehr leid und ich freue mich, dass ich jetzt auch die Chance bekomme, hier bei EA Sports FC 24 das erste Spiel ohne FIFA. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit FIFA 24 sagen. Nochmal die Chance bekomme, auch Leitl zu machen. Bei 23 war er schon da, wenn man eigentlich wäre er schon weg gewesen. Aber Hannover, finde ich, hat es diesmal vielleicht richtig gemacht und daran festgehalten und ihnen weitere Chancen dafür gegeben. Und er hat sich dann auch durchgebissen. Und jetzt sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Erst gestern war das Derby. Während ich das hier aufnehme, war das Derby gestern. Falls jemand im Stadion war, ich hoffe, ihr seid da vernünftig wieder rausgekommen. Für mich gehört Gewalt zum Fußball nicht dazu. Hat mit Fußball rein gar nichts zu tun. Ja. Ich wollte das nur sagen. Ich entschuldige mich natürlich dafür, auch wenn ich mich für eine Krankheit nicht entschuldigen muss. Ich fühle mich trotzdem schlecht, dass es so alles war. Aber es hat sich nicht vermeiden lassen. Ich bin eigentlich ein Typ, der, ja, keine Ahnung. Es tut mir halt leid. Ich werde mir da noch was einfallen lassen. Vielleicht gibt es auch irgendwie noch eine kleine Verlosung oder so als kleine Entschädigung oder so. Vielleicht, keine Ahnung, EA FC 24 oder so, 2, 3 Spielchen davon. Vielleicht gibt es aber auch eins davon und ein paar andere Teile. Auf jeden Fall wird es auf dem Kanal jetzt wieder Videos geben, regelmäßig. Angefangen mit EA FC 24, natürlich der Hannover 96 Modus. Gefolgt von vielen anderen aktuellen, aber auch weniger aktuellen Spielen oder die ich versäumt habe, aber unbedingt spielen wollte. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder zusammen spielen. Ne? Also, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Spielreihe. Und zwar diesmal EA Sports FC 24. Gut, ich schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mich jetzt hasst oder ist ein bisschen hart gesagt, aber wie gesagt, wir machen jetzt wieder regelmäßig etwas. Hat auch nicht hiermit zu tun gehabt, dass mich das zu sehr aufgespannt hat oder eingespannt hat oder Zeit genossen hat oder auch gar nicht so mein Privatleben. Es war mehr oder weniger der Sensemann, der so ein bisschen in der Familie rumgegangen ist und mir Menschen genommen hat. Ne? Ich rede da gerne irgendwann nochmal ausführlich drüber. Aber das war so der Kern und ich habe das über Jahre jetzt mit mir mitgeschleppt und es hat mich dann aber jetzt eingeholt und ja, hat mich dann sehr, sehr down gemacht und mich runtergezogen und ja, ich konnte nichts dagegen tun. Und nochmal, jeder, der sowas hat, sowas verspürt, schämt euch nicht, geht irgendwo hin, sucht euch Hilfe, holt euch Hilfe, das hilft wirklich und ihr findet zurück ins Leben. War bei mir genauso und ja, ich habe es nicht bereut, auch wenn ich es am Anfang selber nicht wahrhaben wollte. Jetzt habe ich natürlich schon 10 Minuten gequatscht gefühlt. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel. Ich freue mich, wieder spielen zu können. Ich lasse mir, wie gesagt, noch was einfallen bezüglich, so als kleine Entschuldigung, ein paar Spiele, eine Verlosung oder sonstiges. Vielleicht so zur Weihnachtszeit oder so werden wir das machen.
Ja, nun konzentrieren wir uns aber aufs Spiel. Achso, ich wollte noch sagen, danke für das Trikot. Das hat mein Neffe mir zur Verfügung gestellt. Ich, keine Ahnung, kaufe mir eigentlich immer nur Deutschland-Trikots. Hannover-Trikots kaufe ich mir eigentlich gar nicht so. Ich nehme es mir jede Saison vor. Jede Saison nehme ich mir vor, ich kaufe mir ein Trikot. Aber ich, verpeile es dann immer irgendwie und ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mein Neffe hat mir das Trikot zur Verfügung gestellt. Wenn man sich überlegt, dass der Typ erst 13 ist, ja, ist das schon eine Wucht, dass es mir dann auch passt, sage ich mal. Ich meine, bis hier sieht es gut aus, hier unten ist dann vielleicht ein bisschen eng, da ist der Stoff dann auch schon wieder bald zu Ende, weil meine Plauze, dickes Schweinchen, das so ein bisschen rausdrückt. Ich hoffe, wenn ich fertig bin mit den ganzen Aufnehmen und ich ihn das irgendwann wiedergebe, dass es ihm dann auch noch passt und es für ihn dann kein Kleid ist. Gut, jetzt gehen wir rein. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon einmal angespielt. Ich habe zu Beginn, als es rausgekommen ist, war es das erste Spiel für mich wieder mit selber, was ich so gespielt habe. Ich hatte da noch keine PlayStation 5 mehr, muss ich noch kurz erzählen, denn meine ist kaputt gegangen. Die hat ja diese Überhitzungsprobleme und ich habe sie dann, beziehungsweise hat mein Sohn seine den Geist aufgegeben. Ich habe ihm dann meine gegeben. Er hat dann mit meiner gespielt und ja, was soll ich sagen? Die hat dann auch nur noch alle eine Weile gehalten und ist dann auch Überhitzungsprobleme, ist dann abgekackt. Was soll ich sagen? Ich brauchte dann erstmal keine. Ich habe ihn dann aber eine gekauft. Er hatte dann eine neue. Und ja, als dann EA rauskam hier, FIFA 24, guck, da geht's schon los, EA FC 24 rausgekommen ist, dann war es ja schon so, dass ich wieder Bock hatte und habe mir dann eine Konsole halt gekauft. Mein Sohn habe ich dieses Bundle gekauft dann mit Final Fantasy 16 und ich selber habe mir einfach eine ganz normale geholt, ohne irgendwas, ist ja jetzt nicht mehr so, jetzt kannst du sie am Laden einfach kaufen, das habe ich dann getan und ja. Gut, jetzt wollen wir aber reingehen. Wir gehen in den Management-Modus, also Manager-Karriere. Da hat sich einiges getan. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gesehen. Ich habe aber noch keine Saison gespielt. Ich habe, weiß ich nicht, vielleicht 17. Spieltag oder so gespielt. Oder wenn überhaupt bis zum 17. Spieltag. Wir gehen rein. Wir machen natürlich eine neue Management-Karriere. Aktuelle herunterladen. Wir laden mal den aktuellen Kader herunter. Wenn das denn funktioniert. Ich habe Cherry Cola schon eine Weile nicht mehr so häufig getrunken, wie ich es aktuell tue. Soll keine Werbung sein oder so. Auch gefühlt Cola hat sich bei mir gemeldet, Coca-Cola, und gesagt so, ey, was ist los, du kaufst gar nichts mehr. Denn ich trinke ja immer Dosen in meinen Aufnahmen. Aber gut, das ändert sich jetzt auch wieder. Aber hatte jetzt gerade nur, also bei uns gab es nur bei Edeka Cherry Cola. Die Deppen stellen einfach keine normale Coca-Cola kalt. Gut, neuen Trainer erstellen, mit echten Trainern spielen. Da können wir ja mal reingucken, wem es da so gibt. Bundesliga gibt es nur Edin Terzic. Ich weiß nicht, ob das damit mit Rechte zu tun hat oder keine Ahnung. Ich verstehe aber nicht, warum. Nur einer. In der dritten Liga gibt es alle. Guck mal, das ist sogar Zimmermann, sehe ich gerade. Hier. Jan Zimmermann. Der war ja auch mal bei Hannover 96. Jens Keller hat kein Bild. Oh, hier, Christoph Dabrowski auch. Schön. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum es diese zweite Liga hier gar nicht gibt. Und in der ersten nur Terzic, das hat wahrscheinlich mit den ganzen Rechten da zu tun, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall sollten sie da nochmal nachbessern, damit sie dann da auch wirklich alle spielen kannst. Ich meine, wenn man jetzt ein anderes Land hier nimmt, in England, da sind alle, ne? Arteta, Emery, Cooper, hier sogar Vincent Kompany, Jürgen Klopp natürlich, Pep Guardiola, bester Trainer im Übrigen, finde ich. Also beide hier, ne? Ja, nur halt in Deutschland wieder nicht. Hier, okay, Frankreich gibt es auch nur Luis Enrique. Aber ich verstehe es halt nicht, das will ich damit einfach sagen. Wäre schön, wenn es auch von der zweiten Liga gibt es ja gar keinen, wenn man da nochmal nachbessert. Deshalb werden wir uns einer stellen müssen.
neuen Trainer erstellen. Das wird jetzt natürlich, die Folge wird wieder viel, viel länger gehen, weil wir halt den Trainer noch erstellen müssen. Aber ich freue mich auch drauf und Leitl zu bauen. Zu bauen klingt so falsch. Zu machen natürlich, so, keine Ahnung, ihn hier nachzubauen. Er wird wahrscheinlich wieder nicht so gelingen. Ich glaube, mir ist bis jetzt noch kein Trainer richtig gut gelungen. Stefan. Der wird doch auch mit F geschrieben, ne? Und nicht mit PH, oder? Stefan Leitl. Leitl. So einfach, oder? Warte, muss mal kurz aufs Handy gucken. Ich bin mega vorbereitet, ne? Wie man unschwer erkennen kann. Warte. So, Google. Stefan Leitl. Deutscher Fußballspieler steht hier. Stefan Leitl ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und heutiger Trainer. Er ist seit der Saison 22/23 Cheftrainer von Hannover 96. So. Also wenn wir uns hier wieder ein paar Bilder von ihnen raussuchen. Der guckt ja ein bisschen düster hier, der Gute. Ich habe jetzt hier so eins hier gesucht. Was heißt gesucht? Gefunden hier so, ne? Ja, ich werde hier auf jeden Fall auch wieder ein paar Bilder einblenden. Habe ich ja bislang immer so gemacht. Ja. Waren denn alle im Stadion und haben das Spiel Braunschweig geguckt oder war keiner da? Gerne in die Kommentare, wenn jemand da war. Ich war nicht da. Stadion ist Hammer. Aber ich gucke auch gern zu Hause. So vom Fernseher mit meinem Sohn oder allgemein mit der Familie. So mit den Jungs aus meiner Familie, ne? Die Mädchen gucken das nicht. So bartmäßig kommt das hier auf diesem Bild auf jeden Fall hin. Warte mal. Ist das ein aktuelles? Das hier könnte ein aktuelles sein. Da hat er auf jeden Fall so einen stoppligen Bart. Ich mache die Bilder natürlich alle, die ich mir hier angucke, da nochmal besser rein. Die Bartfarbe ist so ein bisschen gräulich bei ihm. Ja, das ist schneeweiß. Das ist falsch. Ja, so könnte man fast sagen. Ja, so könnte man fast nehmen. Fällt mir gerade die Situation ein. Ne, wir können auch den nehmen. Der ist dunkel, der Bart bei ihm. Eigentlich ist er grau, so ein bisschen. So, der Bart ist ein bisschen gräulich. Hat auf jeden Fall schon graue Ansätze. Ich weiß nicht. Das kriegen wir hier wahrscheinlich nicht hin. Aber der trifft es dann wahrscheinlich eher. Nehmen wir den. So, der Bart ist erstmal weg. Frisur hat er so ein bisschen. Ja gut, die passt schon. Oh. Die passt schon fast. Jetzt habe ich den falschen Bart geklickt, weil mir der Joystick fast aus der Hand gefallen ist. Was wollte ich sagen? Achso, ja, ich gucke es eigentlich auch gern zu Hause. So mit meinem Sohn, Vater, Bruder, so, ne, mit der Familie so ein bisschen. Wie gesagt, die Jungs natürlich. Was nicht heißt, dass Mädchen keinen Fußball gucken. Aber bei mir in der Familie ist das halt nicht so vertreten. Dass sie da alle Fußball verrückt sind, die Weiber. Hat der so eine Frisur? Die kommt denen nah, oder? Ich mach nochmal zurück hier. Ja, er hat sowas wie so einen kleinen Seitenscheitel. Sowas könnte das sein. Hier unten ist auch noch so eine. Ja, der trifft das gut. Also zumindest auf dem Bild, was ich mir hier gerade angeguckt habe. Da trifft das eigentlich relativ gut. So. Haarfarbe hat er auch eher so im dunklen Bereich. Hat er schwarz? Ich würde eher sagen, das ist so dunkelbraun, oder? Also auch eher so dieser Typ. Ja. Könnte man machen, ne? Okay, das Bild, was ich hier jetzt gerade auf habe, sehe ich, ist noch eins. Da war er noch bei Kräuter führt. Bei Kräuter. Kräuter. So. Und dann machen wir weiter mit dem Gesicht. Welches ist hier ausgewählt? Gar keins? Ich weiß, er hat auf jeden Fall sehr extreme
Wangenknochen, der gute. Und ein bisschen Nase bringt er auch mit. Verzeiht natürlich besonders Leitl, wenn das hier nicht so, ne, wenn das hier jetzt so eine Gesichtsgrätsche wird. Aber ich gebe mir echt Mühe und versuche das Beste rauszuholen, mein Liebster. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, ich freue mich tierisch, dass es endlich wieder da ist oder ich endlich wieder da sein kann und wieder machen kann, aufnehmen kann. Mal kurz an seine Nase gucken hier. Ja, bisschen Nase hat er. Der Gute. Da könnte man die schon fast nehmen. Die trifft das, glaube ich, schon ganz gut. Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Und einfach wieder das tun kann, was ich gerne mache und was ich liebe. Hat mir enorm gefehlt, aber wie gesagt, war nicht möglich. So, nehmen wir mal das Bild. Warum ist das so unscharf? Nehmen wir mal das hier. Und hier schielt er auch noch ein bisschen. Scheiße. Wollen wir eigentlich nicht so, aber okay. Bart haben wir, Nase haben wir. Gesichtszüge, Frisur haben wir auch. Augenfarbe. Was hat denn für eine Augenfarbe, der Gute? Hier auf dem Bild sieht so grünlich aus. Blau. Ich habe hier gerade ein Bild gehabt, da sah es blau aus. Hier ist auch eins. Oh. Oh, was? Was? Irgendwie, mein Handy macht sich selbstständig. Ich will ihn ranziehen, also ranzoomen, damit ich seine Augen sehen kann und mein Handy springt hier einfach über. Tanzt hier vollkommen aus der Welt. Der hat blaue oder grüne Augen, hat er. Das Bild ist unscharf, das hatte ich eben. Das Bild hier ist zwar scharf, aber da ist nicht, ganz erkennbar, welche Augenfarbe er hat. Ich tippe fast auf blau. Ja, also hier auf diesen beiden Bildern sah es jetzt blau aus. Ja, blau. Der Gute hat blaue Augen. Dann machen wir ihn mal blaue Äuglein. Aber ich glaube, er hat mehr so dunkelblau. Nicht so dieses Eisblau, sondern mehr dieses Dunkelblau hat er. Die Augenform, denke ich, kann fast so bleiben. Ich weiß, es gibt bestimmt auch wieder bei YouTube irgendjemanden, der das schon gemacht hat. Und ich könnte das da einfach gucken, aber das will ich gar nicht. Oder will ich jetzt aktuell nicht. Vielleicht einfach, weil ich zu motiviert bin und jetzt endlich wieder spielen will. So, Augenbrauen hat er ein bisschen dickere. Bisschen dickere Balken. Und sowas vielleicht. Man kann ihn ja auch im Nachhinein noch bearbeiten. Also wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt oder irgendwas besser wisst oder was man besser machen könnte, lasst es mich gerne wissen. Dann ändern wir das nochmal. So, wir hatten die Nase hier, ne? Ja, aber die ist nicht so. Oh, die ist, glaube ich, zu viel, oder? Ja, so stark hat er dann doch nicht. Nee. Ich glaube, die wir hatten, war schon ganz gut, oder? Aber welche waren das jetzt? Die hier, ne? Die hatten wir, glaube ich. Ja, ich glaube, die ist schon ganz gut. Die daneben vielleicht geht auch noch. Die ist, glaube ich, von den Flügeln wieder etwas zu breit. Nehmen wir mal die. Vielleicht kriegen wir auch die Flügel noch ein bisschen bearbeitet. Nase, Position, Größe.
Was? So, das ist dieser Hocker. Der da oben drauf sitzt. Gut. Den brauchen wir ja eigentlich nicht verändern. Der war ja gut. Und was war das hier? Position und Größe. Ah, hier, guck, hier geht das kleine. Hier ist das. Vielleicht können wir das hier wirklich. Er hat das, glaube ich, nicht so extrem breit vorne. Also seine Nase ist zwar hier so hockermäßig schon groß, sage ich mal. Was jetzt überhaupt kein Problem ist. Aber seine Nase ist so an sich nicht so breit vorne, ne? So wie bei mir. Ich habe ja so auch so voll die Kartoffel im Gesicht. Aber seine ist da eher chillig. Also machen wir den hier und ziehen den hier mehr so eng und auch nicht so hoch. Und nicht so runter. Vielleicht noch ein Stück. Ja, so finde ich das fast gut. Habe ich das jetzt genommen? Ja. Gut, dann gehen wir zurück. Und dann haben wir den Mund. Gut, jetzt hier auf dem Bild sieht es aus, als wäre seine Oberlippe etwas schmal. So sieht das hier zumindest auf dem Bild aus. Oh. Aber ich weiß nicht, ob es hier sowas gibt. Oder wir bearbeiten mal den wir haben. Den hier bearbeiten wir mal. Mundgröße, Position, Vorsprung. Was passiert hier? Da geht der Mund mehr jetzt zusammen. Da gehen die Lippen. Was? Groß? Oha. Okay, machen wir mal den. Hoch. Und, achso, der Mund, das sieht voll komisch aus. Innen. Außen. Mitte. Ich würde sagen, den Mund lassen wir einfach so. Machen wir mal zurücksetzen. Und gehen hier raus. Der Mund ist ja eigentlich okay. Vielmehr sind so die Wangen, ne? Er hat schon ein sehr spitzes Kinn. Oder spitzes Kinn vielleicht nicht, aber seine Wangenknochen hier, die sind so Kieferknochen, die sind sehr ausgeprägt. Die sind schon eher so nach draußen. So vielleicht in diesem. Das ist vielleicht schon wieder zu rund. Aber so könnte das vielleicht schon hinkommen. Wangen und Kiefer. Und wo sind jetzt aber Wangen? Die waren da schon mit drin oder was ist das hier noch? Ach, das Kinn geht auch noch. Du Scheiße. So, also machen wir hier nochmal. Wir gucken nochmal, wie das hier läuft. Ich habe gerade gedacht, ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Dann hätte ich mir jetzt aber echt den Arsch gebissen. Ich habe, ohne Scheiß, ich habe seit 2 Tagen versucht aufzunehmen und wollte endlich aufnehmen, aber immer kam irgendwas dazwischen. Mein Mischpult hat mir nicht gefallen, zumindest die Qualität nicht. Dann habe ich es getauscht, habe mein DBX rausgeholt, habe mein Interface nochmal neu gemacht. Ach, hör auf, habe es dann eingependelt, habe dann doch wieder das Mischpult genommen. Dann wollte ich doch nicht mehr, dann hat es mir wieder nicht gefallen und ach, bla, 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 bla. Ich habe bestimmt 10, 12, 15 Videos auf meinen Kanal hochgeladen. Privat natürlich, um zu gucken, wie das alles läuft. Und ach, es war schlimm. Es war einfach schlimm. Einfach, es ging nichts. Es hat nichts funktioniert, so wie ich es wollte. Und dann kam natürlich dazu, dass ich hier alles aufbauen musste. Und ja, gut. So ist das, ne? Was heißt denn Fülle? Achso, dann wird der Kiefer noch breiter. Es wäre schön gewesen, wenn das so mit den. Ach, da oben sind Wangen. Guck mal, warte mal. Machen wir erstmal die Wangen. Kurz, klein, groß. Ja, der Kiefer. Außen. Innen. Das ist schwer, ne? Also seine Wangenknochen kommen ja schon oben so ein bisschen raus. Ein bisschen Ähnlichkeit, finde ich, besteht.
Das Gesicht ist vielleicht noch ein bisschen zu füllig. Seins ist vielleicht etwas schmaler. Das ist vielleicht zu hoch. Aber wenn man das so ein bisschen nach unten setzt, so vielleicht in diesem Bereich hier, könnte das vielleicht klappen. Kiefer dick. Hä? Dünn, tief, hoch. Ne, ich glaube, bei ihm ist das alles ein bisschen länger gezogen. Also eher so in diesem Design. Und sein Kiefer ist, ja, vielleicht eher so. Sein Gesicht allgemein ist ein bisschen sehr füllig. Ich glaube, so ein fülliges Gesicht hat er gar nicht. Er ist da eher dünner. Aber, ja, vermutlich gibt es ja auch nicht alle Dinge, die man so benutzen kann. Ich würde sagen, das ist eigentlich relativ gut so. Irgendwie versagt meine Stimme. Ich habe schon das Gefühl seit Tagen, dass ich krank werde. Ja. Na, wir lassen den erstmal so. Bestätigen. Wir gucken aber nochmal, was das hier ist. Fülle. Also nicht Fülle-Füllkrug, sondern Fülle. Fülle des Kiefers ist natürlich gemeint. Ah, so wird der Kiefer kleiner. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir den mal wieder bis zur Mitte so ein bisschen. So. Vielleicht noch ein bisschen mehr. So. Könnte mit ein bisschen sehr, sehr viel Fantasie, könnte er das sein. So, was haben wir hier noch kidmäßig? Oh, warte mal. Ich glaube, der trifft es ganz gut. Gibt's hier nicht... Ich glaube, das Gesicht ist zu dick. Ich suche mal kurz ein dünneres Gesicht, wo man vielleicht dann den Kiefer und so selber machen kann. Den hatten wir ja eben. Aber die Gesichter sind alle ein bisschen. Gesicht importieren. Mein Avatar. Aber jetzt ist die Dings auch wieder weg, ne? Alles, was wir jetzt gemacht haben. Verdammt. Wobei die Augen sind noch blau, glaube ich. Ja, die sind blau geblieben. Oh. Die Augenbrauen, ach, die sind weg. Also die müssen wir hier wieder dicker machen. Der hat so ein paar Brummer da im Gesicht kleben. So, das war die Nase, die wir hatten. Die müssen wir nochmal bearbeiten. Denn ich weiß nicht warum, aber wir haben ja ganz gerne wieder rumgespielt und schon mal wieder alles weg. Aber so sieht er, glaube ich, mehr wie Lytle aus als davor. Hm, Komik. Oh, scheiße, den wollte ich gar nicht bewegen. Ich wollte eigentlich seinen Kopf drehen. Ja, könnte man machen. Machen wir mal zurück. Machen wir nochmal den Mund. Wollten wir ja so lassen. Wobei vielleicht ein bisschen... Oh. Ich habe jetzt gedacht, dass ich da vielleicht in seinen... Denkst auch was mit bewegt? Also hier so in diesem Bereich. Also er hat eine sehr schmale Oberlippe. Laut dem Bild. War das der Mund? Hatten wir den? Ich weiß gar nicht mehr. Egal.
So. Sein Gesicht ist... Könnte man vielleicht so schon nehmen. Vielleicht habe ich auch einfach das falsche Gesicht genommen. Ich habe ja hier so eins genommen, weil der Kiefer dick war, ne? Aber dann ist auch der Rest dick. Vielleicht brauchen wir mehr so eins hier, wo das Allgemeingesicht ein bisschen schmaler ist. Und da müssen wir die Kiefer halt ein bisschen rausdrehen. Und die Wangen. Aber hier wird das schon wieder dick. Das ist ja ein Eierkopf hier. Nehmen wir jetzt mal den. So. Und gehen auf Bearbeiten. Dann machen wir die Wangen. So, außen. Und mehr so in diesem Bereich, ne? Und den Kiefer machen wir eher dünn. Und tief. Oder hoch? Nee, eher tief. So. Ach du Heiliger, wenn man... So schlimm sieht er jetzt nicht aus. Deshalb, wir ziehen das mal wieder ein bisschen runter hier. So vielleicht. So vielleicht so in diesem Bereich sind. So ist extrem, ne? Aber so die Höhe... Ist auch noch nicht ganz. Vielleicht noch ein bisschen tiefer. So eventuell. Könnte das sein? Er hat ja, das ist ja bei ihm hier so ein bisschen dicker. Seine Knochen dort. Was ja auch überhaupt gar kein Problem ist, ne? So soll das jetzt nicht gemeint sein, dass. Ne? Ich muss mit ihm nicht ins Bett oder so. Oder ihn süß finden allgemein oder sowas, das muss ich nicht. Aber ich finde, so ein bisschen Ähnlichkeit ist da. So, wir machen den Kiefer aber nochmal größer. So könnte man das vielleicht schon lassen. Wir lassen das so. Komm. Was soll's. Wir machen das Kinn nochmal. Da hatten wir eben das hier, ne? Oh. So. Ich finde, es gibt wahrscheinlich schlechte. Aber mit Sicherheit auch sehr viel bessere. Seine Ohren, er hat eigentlich jetzt nicht so kleine Löffel. Er hat da schon so ein bisschen. Größere Dinger. Ja, so, die könnten das schon fast sein. Nee. Und die kommen fast hin. Warte mal. Was kann man hier noch bearbeiten? Ohrläppchen, Vorsprung, Biegung, Größe. Boah, das sieht aus wie Mickey Mouse. Wenn der mich mal erwischt auf der Straße oder so, oder Maschsee, wenn er da joggen geht, dann haut er mir bestimmt auf die Fresse. Und er weiß so, hast du das nicht gemacht? Klatsch. Dann schickt er mich da im Teich baden. Ja. So, ich würde sagen, so ist das okay. So lassen wir die jetzt einfach mal seine Löffel. So. Wir gehen zurück. Wir machen seine Haare. Ach nee, die haben wir schon. Oder müssen wir die auch nochmal machen? Nee, ne? Nee, die sind geblieben. Die sind geblieben. Oh, ich wollte doch noch gar nicht. Ja, ja, die sind geblieben. Die sind richtig. Und Bart haben wir auch schon gemacht. Also ist das jetzt so vom Gesicht her unser Leitl? Wir, ziehen ihn noch was an. Leitl ist so ein bisschen der Trainingsanzugstyp. Zumindest hat er oft einen Trainingsanzug an. Gibt es kein grünes T-Shirt oder ein rotes?
Dann nehmen wir eher ein weißes. Sportjacke schwarz. Trainingsjacke olivgrün. Trainingsjacke Anthrazit. Trainingsjacke rot. Club Sportjacke. Nehmen wir mal die. Und gibt es das auch als Hose? Auf jeden Fall gibt es hier andere Sachen, ne? Wie man kann jetzt auch so ein Vereinspulli anziehen und so. Vielleicht nehmen wir auch den, oder? Wollen wir den nehmen? Hat Leitl sowas manchmal an? Nee, ne? Meistens hat er einen Trainingsanzug an. Ja, sieht man hier auch. Meistens alle Bilder, die ich jetzt von ihnen sehe. Wenn ich zurückgehen könnte, dann hat er meistens... Also ich sehe jetzt keinen Kapuzenpulli, ne? Meistens hat er hier so ein bisschen Trainingsjacke, so ein Zip-Pulli oder wie die Dinger heißen an. Ja, oder halt ein T-Shirt. So Kapuzenpulli sehe ich da eigentlich nicht. Trainingsjacke, Regenjacke, Winterjacke, sowas hat er hier an. Hier hat er auch mit weißem T-Shirt. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir auch Trainingsjacke. Vielleicht wäre es auch cool gewesen, wenn es die in verschiedenen Farben gibt. Dann könnte man da vielleicht noch ein bisschen was machen. Aber so das mit dem Pulli an sich, hier mit dem Hoodie im Vereinsmodus, finde ich cool. Das habe ich aber schon gesehen. Das habe ich bei meinem Anspielen, wo ich das alleine gespielt habe, auch angezogen. Und bei meinem Charakter. Und ja. Sporthose. Auch kurze Hosen sind jetzt neu. Trainingshose rot, Sporthose blau, Sporthose schwarz. Ja, ist auch mit so einem Zipper da unten. Ich würde fast sagen, dann lassen wir das in schwarz. Outfit Accessoires. Gibt es keine. Eine Brille hat er nicht. Entschuldigung. Aber das ist auch neu, ne? Brillen gab es vorher auch nicht. Dann kann man jetzt schon hier so ein richtiger Intelligenztrainer werden. Was nicht heißt, dass Trainer dumm sind. Rote Socken ziehen wir ihn an. Die roten Glückssöckchen für Hannover 96. Schuhe. Ich habe noch gar keine Schuhe von ihm gesehen. Glaube ich. Ja, hier hockt er, aber da ist er. Stefan Leitl noch bei Bayern. Stefan Leitl war bei Bayern? Ist er das? Stefan, guck mal, ich kann euch das mal zeigen. Guck mal hier. Aber mein Autofokus ist aus. Aber da steht Stefan Leitl, FC Bayern. Ist das der? Weiß das jemand? War der echt bei Bayern? Ah ja, das ist er. Hier erkennt man ihn. Ja, hier erkennt man ihn. Hier ist ein anderes Bild. Und ich finde schon, dass man das so ein bisschen an seiner Fratze erkennt jetzt, dass er das ist. Dass er das ist. So, Leitl hat wahrscheinlich immer mehr so Sportschuhe an. Ich weiß, im Spiel jetzt, ach hier ist eins, im Spiel jetzt gegen Braunschweig, da hatte er weiße Schuhe an. Hier hat er auch überwiegend immer weiße Schuhe an. So weiße Turnschuhe hat er hier an. Da ist er ja in diese Menge gestürmt, wo sich, wer war denn das? Kunze, glaube ich, mit den einen von Braunschweig hatte. Ich habe seinen Namen auch schon wieder vergessen. Da ist ja, fand ich richtig coole Aktion, wie Leitl da einfach reingestürmt ist und hat die Leute da auch mit durch die Gegend geschubst. Fand ich gut, dass er jetzt nicht einfach nur so rumgestanden hat und hat sich seine Eierchen geschaukelt, sondern das zeigt, wie sehr er seine Spieler auch liebt, ne, und bereit ist da wirklich. Respekt, fand ich gut. So, wir nehmen die Schuhe hier. Andere weiße, schöne gibt es nicht. Die hier gibt es vielleicht noch, aber die haben wir ja öfters mal angehabt. Nehmen wir mal was Neues. Nehmen wir mal die hier. Könnte Leitl sein. Ich bin jetzt gar nicht so unzufrieden mit unserem Leitl. Aber gut. Stefan Leitl, Deutschland. Weiter. Ich mache jetzt hier so, ne, den Vergleich so ein bisschen rein. So ein paar Leitl-Figuren. So ein bisschen von der Seite. So ein bisschen von links, von rechts. Auch, könnte auch jetzt ein Mix aus Leitl und Slomka sein. mit der Nase so ein bisschen. Aber ja. Ich finde jetzt nicht, dass er ganz... Ne, vielleicht so, wenn man sagt, 100% wäre es Leitl. Wenn man jetzt sagt, so, ich habe vielleicht 13% erreicht, das ist doch schon, ne, das ist mehr als 0 und mehr als 12.
aber auch weniger als 14, aber es ist okay. Ist okay. So, weiter. Authentischer Club, erstelle deinen Verein. Muss ich nicht, Hannover gibt es. So, wir wollen natürlich zweite Liga. Hannover 96. Die Vorstandserwartungen sind Erfolge national. Sie sind hoch. Erfolge kontinental sind sehr niedrig. Markenpräsenz ist gering. Finanzen sehr niedrig. Nachwuchsentwicklung ist gering. Also Hannover hat keine Ansprüche. Wir bekommen ein Transferbudget von 22 Millionen. Wir haben einen Vereinswert von 90 Millionen. Was hat denn Bayern? Das interessiert mich jetzt. Was hat Bayern? Ja, moin. Und Dortmund auch. Warte. Bayern. 3,8 Milliarden. Heftig. Wie viel Vereinsbudget gibt es da? 121 Millionen stehen die zur Verfügung. Wie viel hat denn Dortmund? 81. Obwohl die auch ordentlich shoppen könnten, ne? Durch den Verkauf davon Bellingham und sowas. Ja. Leipzig hat auch 90 Millionen. Und Leipzig hat nur einen Vereinswert von 569 Millionen. Geht eigentlich, ne? Aber wir wollen ja bei Hannover bleiben. 5,5 Millionen. Das ist frech. Hör auf zu lachen. Das ist doch der schlechteste Wert, oder? 5,5. Und hier ist 5,3, das ist noch geringer. Und dafür ist der Vereinswert höher. Der Vereinswert hier ist 9,3 Millionen. Und vermutlich sind die Aufsteiger hier Elversberg oder so, ne? Die haben wahrscheinlich noch weniger. Weniger Vereinswert. Hier haben wir 9, 9, 8. Holy, Elversberg mit 6. Wie viel hat Dings jetzt nochmal? 9,3. Ja, Elversberg hier mit 6. Ist wohl der geringste. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe gerade gesehen. Warte mal. Wir haben mehr Transferbudget zur Verfügung als Hertha. Warum aber? Weiß ich nicht. So. Wir können hier oben lesen, Hannover 96, gegründet 1896. Obwohl Hannovers Wappen grün-schwarz-weiß ist, ist die Hauptfarbe des Vereins seit jeher rot. Und auch die Grundfarbe des Heimtrikots ist traditionell rot. Der Verein konnte zwei Meisterschaften und einen Landespokal erringen. Als Hannover im Pokalfinale 1992 gegen Borussia Mönchengladbach gewann, war der Verein der erste Zweitligist, der sich den deutschen Pokal holen konnte. Yeah! Die Heinz-von-Heiden-Arena haben wir da unten, auch wenn sie komisch klingt. Sie ist dabei und sie ist nun mal unser Heimstadion, was auch da die Braunschweiger auseinandergenommen haben. Mit den Bänken da, die sie da durch die Gegend geschmissen haben und sowas. Verrückt. Wirklich verrückt. Ja, gut. Wir machen weiter. Und dann gucken wir. Wir starten auf dem Schwierigkeitsgrad. Dadurch, dass ich es schon angespielt habe, machen wir vielleicht Profi. Wir machen eine Halbzeitlänge von 5 Minuten, Euro. Wir aktivieren den Europapokal. Wir aktiviere das erste Sommertransferfenster. Ich deaktiviere das erst einmal. Hat folgenden Grund. Ich finde einfach immer, bei FIFA ist es so, ist das aktiviert? Hauen immer bei den Vereinen die besten Spieler ab. Was jetzt nicht untypisch ist, aber sie kaufen nichts Neues, Gutes nach. Das nervt mich dann immer so ein bisschen und dann spielt sie zum Beispiel gegen Bayern und da spielen dann, was weiß ich hier, Hans Martin und Wurst Hannes und wie sie alle heißen. Das finde ich ist nicht mehr das Gleiche. Dann freust du dich auf ein geiles Spiel, du bist doppelt motiviert, gegen die zu spielen und dann haben die gar keine richtigen Spieler da. Finde ich persönlich dann nicht so gut, feiere ich nicht so, deshalb mache ich das Transferfenster meistens in der ersten Phase aus. Aber zum Winter ist es ja dann meistens da. Aber okay. Internationale Jobangebote sind aktiviert. Verhandlungshärte machen wir locker. Und Übernahme, erhalte zu Beginn deiner Karriere eine Finanzspritze, ist auch erst einmal deaktiviert. So, wir gehen weiter. Neuanfang, die Stars, die Fans, die
Intensität des Wettkampfs. Tore werden erzielt, Zweikämpfe werden gewonnen, wir gegen sie, mein Team gegen dein Team. Wer hat es wirklich drauf, sich durchzusetzen? So, man kann hier sehen, ich habe am 18. Oktober das letzte Mal gespielt, um 14.02 Uhr. Da habe ich das letzte Mal gespielt und ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, sagen wir maximal 10 Spiele gemacht. Ich mache mal Leertaste und schreibe mir ein Spiele. Oder Leitl. Wir machen Leitl. Wer leitelt das? Leitl. So, fertig. Neue Karriere erstellen. Meine Damen und Herren, hier kommt unser neuer Trainer. Auch wenn das jetzt nicht ganz realistisch ist, er ist ja schon eine Weile da. Willkommen im Club. Zunächst solltest du entscheiden, wie deine Mannschaft spielen soll. Wähle deine Taktikkonzept. Wähle dein Taktikkonzept und verpflichte Coaches, um dafür zu sorgen, dass deine Profis innerhalb dieses taktischen Stils Bestleistung zeigen können. Viel Erfolg. Taktikkonzept festlegen. Standard. Flügelspiel. Ja. Warte, was haben wir? Standard. Deine Mannschaft hat eine ausgeglichene Spielweise und konzentriert sich darauf, die Position beizubehalten. So kannst du defensive Stärke zeigen und trotzdem offensiv für Gefahr sorgen. Flügelspiel. Deine Mannschaft nutzt im Ballbesitz die ganze Breite des Spielfelds. Der Ball wird schnell zu den Offensivkräften an den Außenlinien gespielt und die überlappenden Außenverteidiger sorgen für diesen Bereich für zusätzliche Gefahr. Sorgen in diesen Bereichen. Ach ja. Du spielst ballbesitzorientiert. Deine Profis fühlen sich im Ballbesitz überall wohl, setzen auf kurze Pässe und Rotation und warten auf Gelegenheiten, die Offensivkräfte anzuspielen, welche Lücken und Laufwege in die gegnerische Abwehr nutzen. Gegenpressing, du setzt auf hohes Pressing. Deine Mannschaft versucht, wenn möglich, den Ball im gegnerischen Drittel zurückzuerobern. Eigene Ballverluste werden im Torchancen umgesetzt und die Unordnung in der gegnerischen Mannschaft wird ausgenutzt. Abwehrriegel, deine Mannschaft setzt auf solides, kompromissloses Abwehrspiel. Sie ist im Spiel ohne Ball diszipliniert, gut organisiert und steht oft sehr tief. Gegnerische Angriffe werden so unterbunden und nach Balleroberung werden eigene Vorstöße gestartet. Konter, deine Mannschaft bevorzugt eine risikoarme Spielweise und steht tief. Deine Profis verteidigen den eigenen Strafraum und bringen den Ball nach Balleroberung schnell zu den eigenen Offensivkräften. Was ist denn los? Um hinter die gegnerische Abwehrlinie zu gelangen. Kick and Rush. Bei diesem Spielstil geht es vor allem um Stärke und Athletik. Deine Mannschaft überbrückt das Mittelfeld schnell und bringt den Ball rasch zu den Offensivkräften. Diese können Lücken hinter der Abwehrlinie ausnutzen und um zweite Bälle und Abpraller kämpfen. Mehr gibt's nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Ich bin persönlich Fan von Tiki-Taka. Dass das bei Hannover nicht funktioniert, finde ich nicht. Ich finde schon, dass Hannover das unter Leitl auch gut macht. Auch unter, wie hieß der? Hier dieser Türke da. Kotschak? Hieß der Kotschak? Der hat das auch gar nicht so schlecht gemacht. Aber da war Hannover Tatsache nicht in der Lage, das richtig umzusetzen. Ja, aber bei Stuttgart und wo er überall war, da hat das dann eigentlich auch gut gezeigt. War das bei Stuttgart oder war das davor sogar? Irgendwo hat das gezeigt, auf jeden Fall. Seine Art Fußball zu spielen. Also die Idee, die dahinter gesteckt hat, die fand ich gar nicht so schlecht. So. Entschuldigt, ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde krank. Coach-Fähigkeiten verkürzen die Dauer von Profi-Entwicklungsplänen. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir hier ein bisschen Geld investieren. Hier haben wir Fritz Graf, Experte. Er hat ein Wochengehalt von 8.120 Euronen. Experte. Und welchen Spielstil? So, der ist offensiv, Mittelfeld und defensiv. Also wir können ihn jetzt hier für das Mittelfeld einsetzen. Da hat er 5 Sterne. Wir können ihn aber auch für die Offensive einsetzen. Level-Experte, Gegenpressing. Tiki-Taka ist ein Neuling. Ah, ärgerlicher. Aber egal. Wir behalten ihn trotzdem. Oder? Oder nehmen wir lieber einen, der
Wo sehe ich denn? Fachkraftexperte. Taktik. Welches ist denn was ist los mit mir hier? Ich will am rumstottern. Welches ist denn das Zeichen für Tiki-Taka? So, warte, wir machen dann weiter. Tiki-Taka ist das mit den Pfeilen. So. Das hier müsste dann... Eigentlich ist er hier... Also ist das eine Sie? Leonie Werner? Sie ist Experte. Experte im Tiki-Taka. Aber sie hat auch nur 3 Sterne für die Offensive. Also machen wir das so. Wir holen trotzdem den guten Graf hier. Letztendlich ist ja egal, oder? Oder ist das so ausschlaggebend? Ich weiß es gar nicht. Wir nehmen den Graf hier. Wir achten jetzt einfach nur mal auf die Sterne. Also nehmen wir den Graf und packen ihn in unsere Offensive. So. Vielleicht lernen die auch noch dazu. So, ersten Coach verpflichtet. Was? Wechsel mit zwischen den Profis deiner Starte. Die Boosts der Profis basieren auf die Bissigkeit und die Abteilungsstärke. Aber ich kann hier keinen anklicken. Also zurück. Wir verpflichten weitere Coaches. Die Folge geht natürlich etwas länger. Wir gucken mal fürs Mittelfeld. Oder wenn halt noch ein Stürmer dabei ist, dann ich weiß nicht, ob wir den nochmal tauschen können, aber hier ist einer. Valerie Konare. 5.500 kostet er nur an Gehalt. Er ist auch Experte. Wir packen ihn hier hin. So, jawohl. Jetzt bräuchten wir noch einen für die Abwehr, einen Fünfer. Man kann auch sortieren bestimmt. Oh nein, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das doch hier oben sortieren. Also muss ich den drücken. So, da ist der höchste mit 4 Sterne. Hier ist einer mit 3. Der kostet auch schon 3.400. Was ist denn mit ihm los? Giovanni Kunz, Fachkraft. Egal, wir nehmen ihn. Wir packen ihn in unsere Defensive. Möchten wir verpflichten. Oh. Und dann holen wir noch einen Torwart. Coach. Torwart. Da gibt es nur einen mit 3 Sterne. Aber der hat das Tiki-Taka. Ist aber ein Neuling. Er hier ist auch 3 Sterne, ist aber dafür Experte. Also Ole oder Nick. Ich würde sagen, wir nehmen Nick Zimmermann. Das ist wahrscheinlich der Cousin, Bruder, Sohn von dem Trainer Zimmermann, den wir mal hatten. Und ich habe auch da schon wieder seinen Vornamen vergessen. Also machen wir Torwart-Coach mit 3 Sterne. Es gibt bestimmt nochmal andere, die wir bekommen. Gut. Coach entlassen, Coach verpflichten und fertig. So. Sieht doch gut aus. So. Jetzt haben wir im Posteingang auf jeden Fall jede Menge Post. Wir haben Assistenztrainer. Hallo Stefan Leitl. Sie sollten sich am Beginn jeder neuen Saison Ihren Trainingsplan ansehen und darauf achten, dass sich Ihre Profis auf den Bereichen konzentrieren, die Ihnen im Spiel zu den besten Leistungen verhelfen. Wenn der Terminplan eng ist, sollten Sie sich vielleicht eher darauf konzentrieren, Energie zu konservieren, damit die Profis nicht zu stark ermüden. Wenn Ihre Profis zu wenig Spielzeit haben, sollten Sie sich auf die Leistung konzentrieren, damit Sie nicht an Bissigkeit verlieren. Sie können sich natürlich auch für einen ausgeglichenen Trainingsplan entscheiden, aber dann sollten Sie keinen sofortigen Resultate erwarten. Denken Sie daran, dass manche Teammitglieder vielleicht besondere Aufmerksamkeit verdient haben. Viel Erfolg in der bevorstehenden Saison. Der Assistenztrainer-Team. Das Assistenztrainer-Team. So. Assistenztrainer Jugendakademie. Bericht. Hallo Boss. In unserem Verein muss alles auf eine solide Grundlage stehen. Daher investieren wir in junge Spieler und unsere Nachwuchsakademie. Wir glauben daran, dass wir unsere eigenen Talente finden und entwickeln können. Bitte schauen Sie sich unsere aktuellen Nachwuchsspieler gründlich an. Sie sind dafür verantwortlich, das Optimum aus möglichst vielen dieser Spieler herauszuholen. Unserer eigenen Analyse zufolge denken wir, dass vor allem Borja Carvajal mit seinen grandiosen Fähigkeiten das Talent hat, ein Weltklasse-Spieler zu werden. Wir sind überzeugt, dass dieser junge Mann eine tolle Zukunft bei unserem Club hat. Wenn Sie gut mit Borja Carvajal umgehen und er hart an sich arbeitet, kann er auf seiner Position einer der Besten der ganzen Liga werden. Und er kann uns in den nächsten Jahren zu viel Erfolgen verhelfen.
gucken wir gleich mal. Da sind zur Jugendakademie, da gucken wir gleich mal rein. Hannover Vorstand, Vision und Erwartungen. Hallo Herr Leitl, schön, dass Sie bei uns sind. Wir freuen uns auf den Erfolg, freuen uns auf die Erfolge, die Sie hoffentlich bei unserem Verein feiern werden. Bei Hannover 96 werden die Erfolge nicht nur an den Ereignissen auf dem Rasen gemessen. Es gilt, eine Marke zu stärken, das Geschäft auszubauen und die Fans zufriedenzustellen. Angesichts des Selbstverständnisses und der langfristigen Pläne von Hannover 96 müssen Sie sich insbesondere um folgende Bereiche kümmern. Erfolge national, das Abschneiden des Teams in der Liga und im Landespokal. Wir werden Ihnen für diese Kategorie spezifische Aufgaben geben, damit Sie wissen, was wir von Ihnen erwarten. Wir möchten, dass Sie beim Erreichen aller Ziele eine entscheidende Rolle spielen. Ihre Zukunft bei diesem Club hängt davon ab, ob wir diese Ziele erreichen können. Viel Erfolg in der bevorstehenden Saison. Vorstand. Assistenztrainer. Erster Scout-Bericht ist da. Gute Neuigkeiten, Stefan. Christian Kraus hat uns seine ersten... Ist richtig schnell gegangen. Oben war noch Assistenztrainer hier. Hallo Boss. Hallo Stefan Leitl. Hallo Boss. Und dann war schon... Ey, Stefan, was geht, ja? So, Christian Kraus hat uns seinen ersten Bericht geschickt. Er hat insgesamt 15 Spieler in Deutschland gefunden. Sehen Sie sich den Scout-Bericht einfach mal an. Wenn Scouts in einem Bericht... bestimmten Gebiet tätig sind, oh Gott, liefern Sie nur einen kurzen Überblick zu jedem Spieler. Wenn Sie die Spielerinfo betrachten, können Sie Christian Kraus dort bitten, den Spieler weiter zu beobachten. Der Scout konzentriert sich darauf, dann auf Spieler, für die Sie weitere Informationen anfordern und wird sich zu gegebener Zeit wieder melden. Grüße, Assistenztrainer. Da war doch hier auch anders, oder? Da hat er doch auch nur geschrieben. Ach nee, hier gab es gar keine Grüße. Hier gab es nur viel Erfolg. Hier gab es gar nichts und hier war Grüße. So, Scout Christian Kraus. Hallo Stefan, der kommt gleich mit der Tür ins Haus, ich bin der neue Boss. Er so, ey Stefan, was ist los? Ja, ich grase ein bisschen Deutschland ab, ich suche da ein paar Leute und so, ein bisschen neue Spiele. So, hallo Stefan, mein Name ist Christian Kraus, ich bin einer Ihrer Scouts. Ich wollte mal Hallo sagen und Ihnen mitteilen, wie ich und die anderen Scouts Ihnen helfen können. Es gibt zwei Arten des Scoutings, nach Region. Sie entsenden Scouts in ein bestimmtes Gebiet und wir verfassen für Sie Berichte zu den Spielern, die wir entsprechend Ihren Scouting-Aufträgen finden. Spielerspezifisch. Sie können einen Scout anweisen, bestimmte Spieler zu beobachten. Das funktioniert, wenn Scouts Spieler über das Gebiets-Scouting gefunden haben oder wenn sie schon konkrete Namen haben. Damit können Sie diese Spieler suchen und einen Scout beauftragen, sie zu beobachten. Ein mit Gebietsscouting beauftragter Scout kann Spieler nur dann detailliert beobachten, wenn sie in dieser Region spielen. Ein Beispiel: Wenn ich in Spanien scoute, kann ich Ihnen nur Informationen zu Spielern in Spanien liefern. Sie sollten nicht alle Scouts mit Gebietsscouting beauftragen, damit mindestens ein Scout sich dem spielerspezifischen Scouting widmen kann. Aber das ist natürlich Ihre Sache. Das wäre es erst einmal. Christian Kraus. Oh Gott, ich glaube, ich werde wirklich krank. Gut, wir wollten hier reingucken, Jugendakademie. Cavajal hat er gesagt. Das könnte wirklich ein Talent sein. Der ist 46er, er ist 16. Ich weiß noch immer nicht genau, wie man hier gute Talente erkennt. Aber scheinbar haben die hier andere Pläne und denken, der wird gut. Er ist Chilene. Ich hätte gedacht, er ist Spanier, wahrscheinlich wegen Cavajal. Wir haben Fatih Ahmed aus Marokko, oder Ahmed aus Marokko. Er ist 47er, auch 16 Jahre alt. Sein Potenzial ist jetzt aber nicht so hoch. Und wir haben Ondrej Novak. Er ist 17, kommt aus der Tschechischen Republik und ist gesamt 55. Zu den Zielen. So. Manager-Popularitätswert. Neueste Ziele. Verpflichte einen Spieler in der Jugendakademie. Beende die Saison mit einem Gewinn von 50 Millionen. Was? Wie soll ich denn das machen? Erreiche 10 Spiele mit mindestens einem erzielten Tor in Heimspielen dieser Saison. 50 Millionen? Oh Mann. Erfolge kontinental. Keine. Erfolge national. Zweite Bundesliga. Direktaufstieg schaffen. Das kommt wieder vom maligen Kind. Wollen wir wetten? DFB-Pokal-Runde der letzten 16 erreichen. Aber warum denn 50 Millionen? Wo soll ich denn 50 Millionen herkriegen? Oder wie soll ich denn 50 Millionen machen? Kann mir das einer sagen? Oh Gott. Scout-Bericht. Don Drena Bero.
Tim Oberdorf. Oh, Maximilian Bayer. Ich vermisse ihn. Ja, das sind jetzt die Gestandenen so ein bisschen, ne? Hier, Robert Glatze. Platte. Nicola Dovedan. Fabian Klos. Daniel Ginzek. Ja, gut. Wir gucken mal kurz in die Mannschaftsaufstellung. Ja, Leitl spielt immer eine Dreierkette. Ich halte da nicht so viel von. Werd sie hier auch nicht spielen. In diesem 5-2-2-1 werden wir nicht spielen. Ich spiele ganz gerne das traditionelle 4-2-3-1. Empfohlene Formation, 4-2-3-1 steht da sogar schon. 4-2-3-1 breit oder kompakt. Nein, wir machen es breit. Oder ein 4-3-3. Ein 4-3-3. Ein 4-3-3 geht natürlich auch noch. Wir nehmen jetzt aber erstmal 4-2-2. Ich weiß jetzt schon, dass es Probleme geben wird mit den Flügelspielern. Da haben wir nicht so viele von. Christiansen, den packen wir mal dahin. Kunze, Moroja, Weinkauf, EC, Stahl, Lörs, Momolu, Dama, Fodi, Börner, Wechsel, Odene, Besuschkov, Scott und Ullmann, Köhn und Dem, warum hat er ein Dings? Er kann doch das spielen. Er kann da nicht spielen, aber Schaub, ist das eigentlich egal, er spielt auch rechts. Rechtsverteidiger. Ja, weiß ich auch nicht. Die werden auf jeden Fall anfangen müssen. Denke ich jetzt einfach mal. Wir machen die Taktiken, die Anweisungen. Wir machen hier natürlich übergreifend. Und hier auch. Übergreifend Standard. Ja, Leopold wird links bleiben. Ich weiß, er spielt jetzt gerade eine geile Saison da auf seiner Position in der Mitte. Da werden wir ihn auch irgendwann wieder zurückziehen, wenn wir dann einen für den Flügel haben. Aber unterm Strich ist er hier im Spiel ja auch nur ein 66er. Ich finde, er hat vielleicht ein bisschen mehr verdient. Ich meine jetzt nicht mal 82 oder so, aber vielleicht hat er auch so eine 68, vielleicht auch eine 70 verdient. Also könnte ich mir schon vorstellen. Das Gleiche, finde ich, gilt auch für Tresoldi. Der ist mit 62 auch ein bisschen schlapp eingestuft worden. Auch EC, finde ich, das ist für mich auch mehr so ein 68er, 70er vielleicht. Aber ich bin auch nicht so der Experte, der da jetzt die Spieler die ganze Zeit beobachtet hat und daraus dann das Endergebnis gezogen hat. Aber gut, die wahrscheinlich auch nicht. Börner mit 69, ja. Besuschkov mit 69. Ich meine, sogar Ernst ist noch ein 68er und der hat gefühlt seit dem letzten Aufstieg nicht mehr gespielt. Oder hat man ihn nicht mehr viel gesehen, jetzt auch wenn er jetzt wieder langsam zurückkommt und da nicht viel konnte, weil er halt verletzt gewesen ist. Wir tauschen auf jeden Fall Weinkauf gegen Besuschkov, damit wir noch davon ein mit haben. Wir nehmen die erstmal mit zum Wechsel. Wir haben Vogelsammer, der könnte auch im linken Mittelfeld spielen. Warum hat er minus 1? Linkes Mittel. Hallo? Okay. Dann lassen wir Leopold da. Ey, der hatte eben nicht minus 1. Guck, jetzt hat er wieder nicht minus 1. Den lassen wir erstmal spielen. Wir haben die Rollen schon gemacht. Wir haben die Anweisungen gemacht, dass sie überlaufen sollen. Ja. Taktikvorlagen speichern. Ja, wollen wir. Teamzentrale, Taktikvorlage, Jugendakademie, Transferbüro, Trainer anpassen. Wie gesagt, wenn ihr da noch Änderungen habt, wie wir machen sollen, dann lasst es mich gerne wissen. Dann nehmen wir die hier noch vor. Ich möchte trotzdem, obwohl das jetzt schon eine Stunde ist, die Folge, möchte ich trotzdem gerne, glaube ich, noch ein Spielchen machen. Dass wir wenigstens ein Spiel gemacht haben, hier in dieser Saison. Oder lassen wir es so nach einer Stunde und wir spielen erst in der nächsten Folge ein Spielchen? Nein. Oder? Ich meine, wir haben jetzt eine Stunde 10 laut OBS. Ich weiß nicht.
Eigentlich würde ich gerne ein Spiel spielen. Andererseits denke ich, vielleicht wird es dann zu lang. Wir können den Trainingsplan nochmal machen. Lass mal den Trainingsplan ausgeglichen, oder? Wir machen erstmal Fokus auf Leistung, ne? Bam. Guck mal, da geht die Bissigkeit direkt hoch. So, und dann kann man das irgendwie für die ganzen übernehmen, für alle Spiele übernehmen. Zack. Ich weiß, das wird irgendwann ein Problem und oder war zumindest war es so, als ich das angespielt habe, dass es da irgendwann so leichte Probleme gab, dass der nicht mehr konnte und der nicht mehr wollte und da ging nichts mehr und der war plötzlich platt und ach, hör auf. Aber nichtsdestotrotz lassen wir das jetzt erstmal so. Ja. Ansonsten Turnier Einladung. Da hast du auf jeden Fall eine Einladung. Wir nehmen natürlich wieder das, wo es am meisten Kohle gibt. Auch wenn ich manchmal hier Turniere sehe, wo wirklich die attraktiveren Gegner bei sind. Aber ich glaube fast, wir nehmen dann einfach das, wo es am meisten Kohle gibt. Davon haben wir nicht genug und wir müssen 50 Millionen kriegen. Ne? Ich weiß zwar immer noch nicht, wie ich das machen soll, aber ja, keine Ahnung. Wir nehmen das hier, da ist CD Leganes, Sturmgras, Cartagena, Coventry City, Basel, Preston und LASK bei, oder LASK, keine Ahnung. Wir nehmen die. Zack. Und wir haben Post. Von wem? Hannover Vorstand, European International Cup. S. Leitl. Uns ist bewusst, dass Trainerstab und Spieler eine lange und kraftzehrende Saison hinter sich haben. Deswegen schätzen wir es umso mehr, dass sie die European International Cup Teilnahme bestätigt haben. Diesmal ist ja Österreich das Gastgeberland. Diesem Wettbewerb stellt eine großartige Möglichkeit für sie dar, vor Saisonbeginn den aktuellen Kader zu testen und mit Aufstellung und Taktik zu experimentieren. Nicht zu vergessen, dass der Verein zu natürlich auch Werbung in eigener Sache machen kann. In der Gruppenphase geht es gegen folgende Teams: Basel, Legends, Coventry City. Je weiter die Mannschaft im Turnier kommt, desto mehr wird das Transferbudget aufgestockt. Mit freundlichen Grüßen, Hannover 96, Vorstand. Guten Morgen, Stefan Leitl. Dank deines Trainingsplans hat Neumann die optimale Fitness erreicht. Ein ausgeglichener Plan wäre jetzt am besten, um die Bissigkeit zu bewahren. Gut, er wird ein bisschen davon gleich wieder verlieren, wenn er spielt. So, Ron-Robert Zieler. Hallo Boss, im Namen des gesamten Teams möchte ich Sie herzlich bei Hannover 96 begrüßen. Hallo Ron-Robert, ich freue mich auf die Zukunft. Vor uns liegt viel Arbeit, schön dich kennenzulernen. Ich freue mich auf die Zukunft. Schön, dass ich jetzt bei euch bin. Ich freue mich auf... Was? Schön, dass ich jetzt bei euch bin. Ich freue mich auf unsere künftigen Erfolge. Boah, voller Selbstvertrauen. Voller Selbstvertrauen geht er hier an die Sache. So muss das sein. So, wollen wir hier nochmal kurz lesen, was hier noch steht? Ein bisschen Zeit totschlagen hier. So, Hannover 96 freut sich mit Leitl auf die Zukunft. Überraschenderweise wurde Leitl nun mit dem Traineramt bei Hannover 96 betraut. Niemand weiß, wer noch auf der Kandidatenliste gestanden hat. Aber der Vorstandsvorsitzende sagte, wir sind zuversichtlich, dass uns der neue Boss den gewünschten Erfolg bringen wird. Wir haben natürlich auch mit anderen gesprochen, aber Leitl ist die richtige Besetzung für den Club. Für die Spieler, für die Fans. Hannover 96 geht mit Leitl ein großes Risiko ein, denn allzu große Erfahrung kann Leitl nicht vorweisen, Klammer auf, er war bei Greuther Fürth, Klammer zu. Leitl hat spannende Pläne für den Club und ist ähnlich enthusiastisch und hungrig wie die Spieler. Erfahrung ist kein Allheilmittel, sagte der Vorstandsvorsitzende in einer Pressekonferenz. So, Hannover 96 Begegnung steht. Hannover 96 weiß nun, dass Wiesbaden der erste Gegner in der Liga sein wird. Okay. Wusste ich zwar noch nichts von, aber okay. Teams kämpfen... Ach, hier steht auch noch was. Saisonvorbereitung startet. Teams kämpfen um European International Cup. Hannover 96 ist das letzte Team, das die Teilnahme am European International Cup Wettbewerb bestätigt hat. Es ist ja mittlerweile weltweit Usus, dass Trainer ihre Mannschaften schon vor Saisonbeginn der entsprechenden Liga vor ausverkauften Rängen auflaufen lassen. Österreich ist diesmal Gastgeber für diesen Wettbewerb. Der Modus sieht vor, dass es zwei Gruppen mit vier Teams gibt, wobei die beiden Erstplatzierten ins Halbfinale einziehen. Neben Hannover 96 in der Gruppe FC Basel 1893, CD Leganes und Coventry City. In den anderen Gruppen finden sich LASK Preston, Sturmgras und FC Cartagena. Auf die Frage nach der stärkeren Bedeutung von Turnieren im Rahmen der Saisonvorbereitung entgegnete der LSK-Trainer,
Es stimmt schon, dass wir damit früher ins Geschehen einsteigen und die Spieler ein bisschen weniger Zeit zum Erholen haben. Aber wir können eben auch diverse Aufstellungen und Taktiken ausprobieren, damit zum Saisonstart schon möglichst viel steht. Und er fügte hinzu, für die Vereine ist es auch wichtig, den Fans, die ihre Topspieler sonst vielleicht nicht in Aktion sehen können, genau diese Möglichkeit zu bieten. Da sind solche Turniere natürlich eine feine Sache. Oh fuck. Oh. Gut, okay. Freunde, ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge. Wir spielen dann in der nächsten Folge weiter. Mit einer Stunde 16. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert, aber weil ich am Anfang so viel gelabert habe. Ja, war mir aber wichtig, euch das zu sagen. Ja, ich hoffe, wir werden weiterhin eine gute Zeit haben und die ein oder anderen Spiele spielen. Ich freue mich auf jeden Fall enorm für mich, dass ich wieder hier bin. Ich will damit gar kein Mitleid oder wie auch immer. Ne? Es war einfach eine scheiß Zeit für mich. Ich habe es jetzt überstanden und bin zurück. Ich freue mich auf Hannover 96. Ich hoffe, dass auch alles so mein Setup-mäßig hier funktioniert. Falls nicht und der ein oder andere Fehler noch da drin ist oder wie auch immer, entschuldigt das bitte. Hier sieht's, könnt ihr jetzt nicht sehen, weil hier Greenscreen ist, aber hier sieht's aktuell noch aus wie auf dem Schlachtfeld. Alles steht hier noch rum, da sind noch Kartons, da sind noch Dinge, da ist noch dies, hier steht noch überall alles. Verrückt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ausartet hier. Aber so ist es nun mal und es wird weitergehen. Ich bedanke mich fürs Zugucken, ich bedanke mich für eure Unterstützung. Ich hoffe, wir werden auch bei EA Sports FC24 Spaß haben und spielen. Ja, ansonsten, passt auf euch auf. Habt eine gute Zeit, genießt das Leben und ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Die kommt dann direkt morgen. Also jeden Tag wieder eine Folge. So wird es sein. FIFA, wir versuchen jetzt erstmal bis zum 17. Spieltag circa durchzukommen. Und dann wollen wir noch ein bisschen mit den Transfers gucken. In der nächsten Folge gucken wir vielleicht nochmal so, was unser Transfer aktuell hergibt. Für welche Position wir vielleicht auch ein bisschen gucken müssen. Wo brauchen wir vielleicht was, wo brauchen wir nichts. Flügelspieler werden wir mit Sicherheit brauchen. Und ja, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock und ich hoffe, ihr auch. Ja, begleitet mich bitte weiter auf meinem Weg. Ich zähle auf euch und wir sehen uns morgen, Freunde. Ciao, ciao.